Es geht um SED. Ja, ich erzähle immer so Stories, was mir neulich passiert ist. Das ist jetzt ein, ja, eigentlich schon viele Jahre her. Achso, da fehlt eigentlich eine Folie. Na, ist egal. Ich glaube, ich habe ja auch schon mal Vorträge gehalten. Ich mache seit 2012 eigentlich tut nicht Software. Also der Klinkensteckerwerfer fürs Notebook, den brauche ich nicht. Software für einen Pico Laser Projektor. Ach doch, das will ich doch vielleicht zeigen. Wo habe ich hier? Da müsste doch irgendwo Folien für ganz viel, jetzt Augen zu machen, ganz viel Werbung. Irgendwo habe ich das gesehen, was ich mache. Hier. Also was es heute alles so an Sensoren gibt mit Magneten und wir haben ganz tolle Icons seit Neues im Marketing für alle möglichen Sensoren. Das ist mein Sensor, da ist so. Kann das jemand erkennen, was es macht? Wahrscheinlich nicht. Nein. Ah, ist die Marketingfolie doch nicht so schlecht. Hier. Das ist so ein kleines Wackelspiel, ein MEMS-Spiegel, mikroelektromechanischer Spiegel. Und da ist ein Laserstrahl, der da rein rauskommt. Mit so einem Laserstrahl kann man dann so links rumwackeln und so rumwackeln. Mit X und Y, wie früher Brownsche Röhre für Elektronen, machen wir das heute für Photonen und machen einen Laserprojektor. Und dieser Laserprojektor, irgendwo war ein Bild. Ja, das sind so die Sensoren. Also das, was ihr hier so seht, ist so Kantenlänge. Früher mal die großen 2x2 mm. Und fast einen Millimeter hoch, aber das passt heute in kein Handy mehr rein. Das ist jetzt also mehr so 1 Millimeter Kantenlänge und 0,6 Millimeter hoch, damit es ans Handy passt. Und das da ist so das Produkt von unserem Team. Also es passt noch in eine Smartwatch rein. Also das ist nicht maßstäblich. Aber da vorne aus dem Loch, da kommt dann so ein Laserstrahl raus, man kann Bilder projizieren. Irgendwo hin. Und da habe ich viel Software für gemacht. Und das muss der ASIC angesteuert werden und sowas. Mit dem reden wir mit einer seriellen Schnittstelle. Mit der Hardware. Und wenn das mal nicht tut, muss das auch. Muss das auch debuggt werden. Und zum Debuggen kann man diese serielle Schnittstellenkommunikation mit einem kleinen Logic Analyzer. Ach, das finde ich furchtbar. Weniger Hall. Oh, Kathedrale. Mit einem Logic Analyzer mitloggen und dann angucken. So ähnlich wie TCP auf dem Netzwerk. Und sich das dann angucken und schauen, was hat denn die Software gemacht, weil das alles in Echtzeit passieren muss. Da kann man nicht mal Prints reinmachen, dann ist es zu langsam. Weil das alles nicht richtig tut. Und für so einen Logic Analyzer, das sieht dann im Output zum Beispiel irgendwie so aus. Da ist irgendwo SPI, serielle Schnittstelle, Master Out. Wir schieben dieses Hex 32-Bit raus und kriegen dieses Hex 32-Bit zurück und sowas. Und das ist das jetzt, was jetzt passiert ist, wenn wir unseren Projektor starten. Und dass sich das aber ziemlich blöd lesen lässt, also da war schon ein bisschen Vorverarbeitung drin. Möchte man das gerne anders haben? Und dann habe ich mir so ein kleines SED-Regelwerk geschrieben, also ein Shell-Skript geschrieben, das aus den Registerbeschreibungen, wo unsere ganze Hardware beschrieben ist, wo auch der Code automatisch draus generiert wird, alles mal gemacht. Und wenn man weiß, wie das geht, dann kann man so ein Regelwerk machen. Mach mal aus den Hexwerten wieder Gehen wir ins richtige Verzeichnis rein. Mach doch mal aus den Hexwerten wieder Register und Werte und sonst irgendwas. Und dann kann man sich das angucken und dann kann man gucken, was mache ich mit der Hardware und wo war das in meinem Source Code und kann das machen. Das ist total toll und schön. Und das Skript gibt es schon seit vielen Jahren, seit ich die Logic Analyzer Sachen verwende und dachte, das will ich mal richtig lesen können. Das Blöde dabei ist, diese Logs wurden immer länger und länger. Am Anfang hat es mal so 5 Sekunden gebraucht, 10 Sekunden zum sowas mal kurz konvertieren. Das hier braucht jetzt für diese kleine Sequenz einmal das System starten schon 20 Sekunden. Da warte ich ja schon noch drauf. Also das ist jetzt wirklich live, so schnell es geht, das Ding am Konvertieren. Das ist total blöd. Also 20 Sekunden flimmert das da so durch. Und dann haben wir irgendwann mal Testzyklen gebraucht, die ein bisschen länger sind. Und dann hat es mal eine Minute gebraucht. Und bei den letzten Tests vor einem halben Jahr, schon wieder ein Jahr her, hat eine so eine Auswerte-Ding zum einfach das Ding lesbar machen. 20 CPU-Minuten gebraucht. Und was habe ich das richtige Skript dabei? Nee, gibt's nicht. Also das ist ein Shell-Skript mit, ich mache ganz viel Vorverarbeitung, das braucht ein paar Sekunden, ich mache ganz viel Nachverarbeitung, damit es noch schöner und lesbarer wird. Und zwischendrin sitzt ein SED minus, wer kennt SED nicht? So ein Stream-Editor ist allen weg, also wo man so einfache Regeln suchen, ersetzen, ich mache da nichts Kompliziertes, obwohl das total programmierbar wäre angeblich. Aber
Komm gleich. Ja. Also so viel verrate ich dann schon. Aber halt einfach ist es, nimm dieses Regelwerk, das da wie rumliegt. Also nimm die Regeln und tu diesen Hex-Input bearbeiten und mach da den richtigen Output raus. Und was steht in diesen Rules drin? Das sieht jetzt irgendwie so aus. Such mir Masterout alles, was mit Hex 8000 ist. Und das ist dieses Register und es ist ein Read-Kommando, das ist das richtig lesbar. Das gleiche mit vorne dem obersten Bit nicht gesetzt, das ist das gleiche Register mit einem Write. Und das heißt, suche das über die ersten 16 Bits in die Adresse und die zweiten 16 Bits in die Daten. Die werden dann da irgendwie hinten hingefuddelt. Und das macht es halt jetzt irgendwie 4000 Mal. Such die erste Adresse, ist es das, such die zweite Adresse und wie gesagt, das ging immer so in vernünftig bis zu einer Minute und da wirst du nicht ungeduldig. Die 20 Minuten und es dann etliche Male 20 Minuten warten müssen, war richtig blöd. Wäre Perl oder Ruby schneller? Die Frage war, wäre Perl oder Ruby schneller, weiß ich nicht. Also das war alles schon da und ich kann ja nur SED und solche Sachen. Und da ging es natürlich wieder mal um ein Hardware-Problem, das sofort analysiert und gelöst werden musste. Und das hat dann auch mit ein paar mal 20 Minuten, haben wir dann irgendwann verstanden, was die Hardware macht. Und dass es ein Hardware-Problem ist, wo die Spezifikation nicht so ganz klar war und die nicht damit gerechnet haben, was die Software mit dem ARM-Chip anstellen. Jetzt weiß ich, wie das gedacht war und was ich nicht machen darf, wenn man mit den Entwicklern im Haus redet. Jetzt können wir das auch anders und Problem gelöst. Und nachdem das Problem gelöst ist, kann man jetzt mal gucken, warum hat das 20 Minuten gedauert. Darum geht es jetzt. Also das ist wirklich so eine lange Pipe, die ich jetzt blöderweise gerade so nicht zeigen kann. Das fehlt mir irgendwie. Aber ich sage Pipe. Und dann ist ein Prozess in der Mitte dieses SED-Kommando und das macht 20 Minuten und hinten raus. Und warum braucht denn das 20 Minuten? Vor allem selbst mein Arbeitsnotebook hat heute 4 Cores und 8 CPUs. Warum sind da 7 CPUs leer, wenn die eine sich da 20 Minuten abmüht? War so ein Gedanke. Das können wir doch total toll parallelisieren, weil genau diese Regeln, die ich gerade gezeigt habe, die werden auf jede einzelne Zeile angewendet. Such in der ersten Zeile nach den Adressen und tu die ersetzen. Du machst das in der zweiten, in der dritten. Achso, und nur mal zeigen, wie der Input aussah. Der Input ist zeilenweise für sich und der Output ist zeilenweise und die Regeln sind auch irgendwie, das muss da irgendwie parallel gehen. Und deswegen jetzt ein bisschen zeigen, warum das gar nicht so einfach ist, das mal geschwind in der Shell parallel zu machen und wie man es dann vielleicht doch hinkriegen kann. Ein Nachteil davon ist, also mein Privatnotebook hier, das hat nur 4 Kerne, also eigentlich nur 2 Kerne und diese 4 Hyper-Threads, die gar nicht so schnell sind wie 4 CPUs. Mein Notebook in der Arbeit hat wenigstens 4 Cores und 8 Kerne, die dann so schnell sind wie 3 CPUs oder sowas. Ich habe noch einen richtigen Server mit 24 CPUs und würde sich schon lohnen, das ein bisschen zu parallelisieren. Den Vortrag, der hier nicht eingenommen wurde, war, es gibt eine zweite Lösung für das Problem, indem man über die Regeln nachdenkt. Aber man muss halt alles, also ich kann nicht das parallelisieren, ja, schwierig, aber man kann da auch für andere Probleme lernen. Also es gibt Dinge, die sich nicht mehr optimieren lassen und dann ist ganz toll, man kann so eine Pipe parallelisieren. Deswegen lohnt sich der Vortrag trotzdem. Hier lohnt es sich aber vielleicht dann morgen in den Workshop zu gehen und zu überlegen, wie man dieses SED-Zeug durch ein bisschen Nachdenken und wirklich über seine Daten und was man bisher so gemacht hat, so zu optimieren, dass man gar nicht 20 Minuten warten muss. Das SED-Ding geht auch in 20 Sekunden oder 10 Sekunden. Mit ein kleines bisschen Nachdenken. In manchen Fällen für meine Daten und so. Aber dazu dann vielleicht morgen eventuell was. Ja, jetzt geht es ums Parallelisieren. Da ich das jetzt mit den Originaldaten machen kann und will, ja, vor allem ja, weder noch eigentlich, ist das die richtige Folie? Nein. Habe ich jetzt so ein Mini-Use-Beispiel, dass man das auch selber nachkochen kann, gemacht. Das hier ist das SED-Kommando, um das es geht. Und ich generiere mir jetzt einen Input-Stream mit ganz vielen Zeilen. Ich zeige das gleich, was da alles kommt. Und es geht hinten raus um, ich lasse da das SED durchlaufen und dann gucke ich wieder, was rauskommt. Warum und wie das Ganze hoch? Tja. Achso, vielleicht das SED, kann ich das abmausen? Ich glaube. Also um eine einfache Regel zu haben und das mal testen zu können, war das mein tolles SED-Regelwerk. Also genau eine Regel. Und yes, ist ein totales Toll. Also jetzt muss ich mir irgendwie mal schnell ganz viel Input zaubern. Ich kann das nochmal zeigen. Mein Input, um den es eigentlich ging, waren nur 7600 Zeilen. 7600 serielle Kommandos und dann läuft unser Projektor. Die Rules dazu sind aber auch 4000 Zeilen, weil er eben 4000 Mal sucht die Adresse, sucht hier eine Adresse und macht das mal. Für 16-Bit-Adressen haben wir nur 4000 von denen genutzt. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das könnte doch viel länger und viel schlimmer sein.
Und aber da ihr weder den Input kriegt, noch das Regelwerk und sowas und auch das zum Testen für so einen Benchmark und überlegen, wie optimiere ich das, alles ziemlich sperrig ist, habe ich mir jetzt einfach, aber ich brauche halt Inputzeilen, die irgendwie gehen und dafür ist Yes total toll. Der liefert ganz, ganz viele Outputzeilen. Und dann sage ich mal, ja, oder wenn man den Parameter übergibt, auch kann er ganz oft Hallo sagen. Und wenn ich das jetzt so mache und irgendwas mitmache, dann weiß ich gar nicht, ist das erste Hallo, zweite Hallo irgendwie. Und sagen, in meinem Input, deswegen ist das gar nicht so abwegig, ist auch vorne steht immer eine Zeit in Nanosekunden drin. Oder eigentlich sogar in Pikosekunden. Was total praktisch ist, weil man kann sogar mehrere von diesen Testdingern zusammenmischen und mergen und einfach über die Zeit, über die erste Spalte sortieren und sowas. Und wenn die in irgendeiner lustigen Reihenfolge auskommen, weil ja jetzt viele Sachen parallel für was machen und ich wissen möchte, ob die nachher in der richtigen Reihenfolge rauskommen, machen wir das mit unserem Yes jetzt auch. Und eins der ganz tollen Unix-Kommando ist Cut. Wenn man den Output von Yes haben möchte, kann man ihn in Cut reinpipen, was total blöd ist. Hat aber die schöne Option minus N. Da kriegt man Zeilnummern. Und schon habe ich einen Output, wo ich jede Zeile genau erkennen kann und merke, ob die eindeutig sind. Und jetzt kann ich mal damit irgendwas machen, gucken, ob es hinten raus genauso rauskommt, wie ich das mir vorgestellt habe. Und dann kann ich das aber in mein tolles SED-Kommando reinpipen. Das da. Was macht dieses wunderbare SED-Kommando? Also, es muss ja jetzt irgendwas machen, damit ich auch merke, ob es was gemacht hat. Es ist ein Suchen und Ersetzen von Punkt Stern von allem. Und ist ein Joker für alles, was er gerade gefunden hat. Das heißt, der macht jetzt einfach. Das sind die falschen Gänsefüßchen aus dem Akrobat irgendwie raus. Und der geht jetzt einfach her, nimmt das und klebt es nochmal hinten dran. Nicht richtig aufregend. Aber das ist relativ praktisch. Ich sehe, ob da was passiert und wie das so passiert. So, sind wir eigentlich schon fertig. Das ist das Originalproblem gewesen. Und um da dann. So. Das ist das, was so typischerweise läuft. Jetzt ziemlich lange. Also jetzt habe ich nicht den Original-Input. Lass noch nebenher mal so einen Top laufen. Zum Gucken. Ups. Dahin. Top. Einfach zum Gucken. Wir haben da jetzt einen SED-Prozess, der kriegt eine CPU. Und bei mir sind da oben dann so typisch 75 oder ein bisschen weniger Prozent idle, weil eine von vier CPUs oder Cores macht was. Wir wollen jetzt keine Softwares updaten. Und wir sind zu 65% immer noch idle, da geht doch mehr. Ja. In der Shell ist es ja total einfach, sowas parallel zu machen. Weil man kann ja so Hintergrundprozesse machen. Man kann sagen, ich schlaf mal 3 Sekunden, dann schläft er 3 Sekunden und dann sage ich nochmal, schlaf mal 3 Sekunden. Das ist so sequenziell, seriell. Wenn ich aber sage, leg dich mal nach hinten und schlaf mal 3 Sekunden und ich habe 4 CPUs. Ich kann jetzt 4 mal 3 Sekunden parallel schlafen und nach 3 Sekunden sind alle 3 fertig. Total toll. Was man auch daran sieht, dass da hinten nichts passiert auf meiner CPU. Das Webgedöns stört. Content heißen die, glaube ich. Und Kill All hat symmetrische L-Verteilung. Ja. Irgendwas macht Firefox in letzter Zeit immer wieder mal, meint da stundenlang Fonts neu zählen zu müssen. Und da ich sehr viele Fonts habe, ist er da sehr lange mit beschäftigt. So, das heißt, da habe ich jetzt parallel 4-mal geschlafen, das ist total toll. Und was Sleep kann, kann SED natürlich auch. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich hergehen und sagen, so, ich will da jetzt mehrere Sachen gleichzeitig laufen haben, deswegen machen wir das in so einer Klammer, Subshell. Ah, Dankeschön. Ich versuche immer oben zu tippen, aber manchmal denke ich nicht dran, sofort melden. Auch wenn es Fragen gibt, immer sofort melden. Und zwar laut, weil ich sehe euch nicht so gut. So, das ist jetzt das SED-Beispiel, das wir hatten und das mich schön vollpluppert, das ist alles total toll. Und jetzt tue ich in der Shell halt nicht ein SED laufen lassen, sondern tue das da mal in den Hintergrund und mache davon noch einen zweiten. Wenn ich die Klammer öffne, wird der Standard-Input dann auf die nächste Applikation mit übertragen? Die Frage war, wenn ich die Klammer öffne, was heißt Klammer öffnen? Ah, okay, ich verstanden. Okay. Der Input für beide SEDs auf einmal da ist. Genau dazu kommen wir jetzt.
Also die Frage war, ob, wenn ich die Klammer öffne, der Input für alle da sind und was da überhaupt passiert. Da habe ich ja noch gar nichts dazu gesagt. Die Idee ist einfach, ich lasse da jetzt mehrere SEDs laufen und was da dann so passiert und so, denn das ist genau das Thema. Und ob das gut ist oder nicht gut ist, einfach erstmal gucken. Also ist immer so, so eine Pipe macht von dem ersten Prozess in den zweiten Prozess, in den dritten Prozess. Und was da jetzt läuft, so Klammer auf, macht eine Subshell. Also das könnte man im Prinzip auch irgendwie einigermaßen, das ist so ziemlich das gleiche wie, ich mache Bash minus dieses Kommando. Und in der Shell laufen jetzt diese vier SEDs im Hintergrund. Die Bash hat die gestartet. Und diese SEDs, wie sich der Input verteilt, kommen wir gleich. Aber der Input wird mal in die Bash und ihre Kinder, runde Klammer macht auch so Kindprozesse. Das ist eigentlich, müsste äquivalent das gleiche sein. Können wir einfach mal laufen lassen, da kommt Output raus. Wo ist mein Ups? Wenn ich den wieder haben und meinen Top. Wenn wir jetzt Glück haben. Ah, jetzt sehe ich, dass mein Xterm ganz viel CPU kriegt. Und ich sehe nur einen einzigen SED. Das irritiert ein bisschen, aber das ist nicht so wahnsinnig schlimm. Weil wie viele SEDs laufen denn wirklich? Einer. Also ich kann das auch noch ein bisschen größer machen. Ein Hauch von größer wenigstens. Pupp. Obwohl ich da eigentlich vier gestartet habe. Ah, mal anhalten. Habe ich zwei? Mal gucken. Drei, vier irgendwie. Ein SED, zwei SED, drei. Achso. Dipsip, okay. Ich habe zwei gestartet und einen sehen wir. Ja, das ist jetzt nicht überraschend, wenn man das oft genug gemacht hat. Das ist sehr überraschend, wenn man überlegt, was man erwarten würde. Jetzt machen wir da vier hin. An den Topf wieder. Jetzt lasse ich damit vier laufen. Und das müsste ich da dann irgendwie. Jetzt würde ich mir wünschen, dass ich vier SEDs sehen würde. Ich kann schon sagen, das wird man wahrscheinlich auch wieder nicht sehen. Ich kann den Output von dem X-Thermal. Eigentlich sollten es drei sein, weil ich habe das schon so oft gemacht und es sind immer N-1 SEDs. Ich habe noch nicht rausgekriegt, warum. Das gibt dann auch mal noch irgendeinen Vortrag. Aber egal. Ja, ist auch, also, wenn ich dann vier CPUs habe, dann durch halt fünf SEDs. Man sollte immer ein bisschen mehr Arbeit zur Verfügung stellen, damit die CPUs was zu tun haben. So. Und jetzt kann man das mal irgendwie in. Wie will ich das in die Datei rein? Im Less angucken, was da rauskommt. Das ist die erste Seite von dem Output. Das ging los mit Zeile 1, 2, 3, 4, 5 und der erste Output, der da kommt, ist Zeile 456. Und die ist gar nicht mehr so richtig eingerückt. Das sieht alles komisch anders aus. Ja? Wenn ich da jetzt so durchgucke und runterscroll, ups. Das geht dann bis Zeile 600, schlag mich tot. Dann kommt da kommt die Zeile 1, 2, 3 und irgendwie. Ne? Und dann kommen da die Zeilen 100 bis was weiß ich wohin. Ja. Der Punkt war, bei Perl könnte man die Prozess-ID mit ausgeben. Ah. Ja, wollte ich gerade sagen, ja, kann ich auch machen. Zurückgehen. Hilft uns für das eigentliche Problem, ich will es kurz zeigen. In SED habe ich keine Möglichkeit, auf mein $$ direkt zuzugreifen. Das hätte ich jetzt in Shell gemacht. Irgend sowas. So, meine Shell, und ich zeige gleich, warum das eine blöde Idee ist, aber ich könnte was anderes. Doch, noch eine Shell weiß auch Dollar. Wo soll Perl das $$ her haben, wenn nicht von der Shell? Ja, wenn ich das mache, dann kriege ich. Das ist jetzt die Prozess-ID 3600 immer noch, weil das ist jetzt das $$ von meiner lokalen Shell. Ja, das ist genau. SED hat das Kommando nicht, aber was ich natürlich machen kann, ist, um das kurz zu zeigen, ich kann jetzt hier sagen, ich bin SED1, ich hänge hinten einfach eine 1 dran, 2 dran. Habe ich, ist interessant, dann wissen wir auch mal, welcher SED nicht kommt. Wir fangen an mit SED Nummer 2 ganz hinten, ja? Ja, guter Punkt. Ja? Dann kommt irgendwie der SED Nummer 3, der was Output liefert, da war irgendwo, da kam dann die 4, dann kommt die 3 und die 4 und die 3 und irgendwie und das geht so ein bisschen kunterbunt durcheinander. Da ich das jetzt ziemlich spannend finde, wir müssen wissen, welcher das ist, dann ja, jetzt mal pipe ein bisschen. Wir schnippeln die Zeile an den Ys aus, kleinen Ys auseinander. An den Ys auseinander, ganz langsam. Und nehmen die dritte Spalte, also Y sind die Trennzeichen, dann ist die erste Spalte vor dem und die dritte Spalte. Ah, danke schön. So. Und dann kriege ich nur noch hinten im Wesentlichen die Nummer. Das läuft so durch und wenn man das ein bisschen zusammengefasst haben möchte, gibt es das tolle Kommando Unique-C, das in keinem Vortrag fehlen darf.
Und dann sieht man immer die Anzahl und welche Zahl ist. Da kam 185 Mal der SED Nummer 3 und Nummer 2 und irgendwie. Und zwischendurch kam immer mal so ein Störenfried mit irgendwas anderem. Also da passen ganz viele Dinge, die nicht so aussehen, wie man das richtig tut. Deswegen jetzt die Frage, was passiert mit dem ganzen Input? Das habe ich ja noch mit. Wir sehen, es laufen die SEDs 2, 3 und 4. Also warum eins nicht läuft, wie gesagt, das muss ich mal noch ergründen. Ich habe da so Ideen. Aber, also wenn mit 8, es sind immer N-1 in den Fällen, wo ich das mal ausprobiert habe. Was passiert mit dem wo kommt denn der Input hin, war die Frage. Die ist durchaus sehr berechtigt. Was die Bash macht, ist, die startet jetzt mehrere so Kind-Prozesse und so ein SED, der liest halt von Standard-Input, vom File-Descriptor 0. Und das machen die auch im Hintergrund alle. Und das heißt, ich habe da nachher 4 Prozesse, die lesen alle von dem gleichen File-Descriptor, der durch diese Pipe angelegt wird. Das vordere schreibt irgendwie in so eine Pipe rein. Das ist so ein I/O-Device, wo der Kernel irgendwie dafür sorgt, dass das irgendwie richtig tut. Und alle wollen was lesen. Und das tut jetzt nur so in Unix, dass wenn auch genau von einer Datei oder einem Socket irgendwas, wenn da mehrere einen Read machen, dann kriegt der zuerst das Read aufgesetzt hat, meistens zumindest. Ja, die sind alle im Lesen und einer davon kriegt. Also ein bisschen random, aber wenn die sagen, ich will was haben und einer kriegt halt so einen Happen hingeworfen, wie im großen Vogelnest. Und während er am Verdauen und der macht ja dann was mit und macht wieder einen Read und wartet wieder. Aber bis dahin sind die anderen drei ja noch übrig geblieben. Das heißt, wenn dann was kommt, dann kriegt einer von den anderen. Also da, das geht eigentlich schön der Reihe nach durch. Das würde eigentlich im Groben und Ganzen genau das machen, was man gerne haben würde. In welcher Reihenfolge das passiert, ist mir ja egal, weil ja alle, bis auf jetzt diese SED-Nummern hinten drin, genau das Gleiche machen. Die sollen ja immer genau das gleiche Regelwerk bearbeiten. Von daher ist das gar nicht schlimm. Aber um den einen rum und um, wie gesagt, das ist ein unabhängiges Problem, aber wir haben gesehen, dass das ist irgendwie gar nicht, das ist alles ein bisschen kaputt. Oh, jetzt fängt er mit Zeile 1 an. Und wieder mit Zeile 1. Ist das durch das Regelwerk anders geworden? Weiß ich nicht. Interessant. Aber wir haben gesehen, also mit dem Rollstuhl von der hinteren Nummer, da geht auch so einiges schief. Und nachher so ein Test wird sein, ich gehe hinten her, ich nehme zum Beispiel mal die ersten 1000 Zeilen. Und ich bilde einfach die Quersumme. Das soll ja immer das Gleiche machen. Ich lasse das Thema laufen, dann kommt das Thema die gleiche. Und so ein ganz. Ja, und das würde ich jetzt vergleichen wollen mit, ich mache das. Achso. Ja. Wie? Sortieren? Na, es soll ja immer, also wenn es richtig läuft, soll ein oder mehrere SEDs immer das Gleiche. Und ich sehe schon, also erstens sind die Zeilen Kuddelmuddel und sowas. Und es kommt jedes Mal eine andere Prüfsumme raus. Das heißt, der Inhalt ist jedes Mal was anderes. Das tut noch nicht so richtig reproduzierbar, ist blöd. Warum ist das so? Ja, Teil habe ich schon verraten. Alle die SEDs warten jetzt und lesen was, machen das der Reihe nach. Und wenn man das genau wissen möchte, da gab es mal hier vor vielen, vielen Jahren einen Vortrag über S3s. Und da gibt es auch zwei schöne, da habe ich noch Papers geschrieben. Mit S3s kann man einfach gucken, lass mal so einen Prozess, wie jetzt dieses Bash und alle Kind-Prozesse, deswegen minus F, und guck denen zu und zeig alle System Calls und sowas an, was die machen. Das blubbert einen unendlich voll. Schluss. Achso, dann mal den Dev. Aber wenn man genau hinguckt, kann man da schon ein paar schöne Sachen sehen. Weil ich kann das jetzt natürlich so erzählen, was da passiert. Und man sieht in verschiedenen Prozessen, der eine macht einen Read und Write und irgendwas. Ah, das ist immer. Und da vorne stehen die Prozess-IDs. Das Spannende ist eben, man kann gucken, wer sieht ein Read? Hier kommt ein Read. Wenn man das jetzt reinschreibt, kann man gucken, welcher SED ist was und irgendwie. Aber irgendein Prozess, der 18.033, geht jetzt her und sagt, ich will was lesen können. Das hat er da oben gesagt, 18.033. Ich hätte jetzt gerne mal was zum Lesen. Unfinished, und jetzt muss er warten, bis er irgendwann mal Daten kriegt. Dann kriegt er irgendwann Daten. Und wir sehen, was er an Daten kriegt. Er kriegt ein Y-Zeilenende. Und wir sehen ein bisschen mehr. Der Read hat gesagt, ich hätte gern 4096 Byte. Und das System sagt, du kriegst jetzt 4096 Byte. Weil diese ganzen I/O-Sachen, wenn sie nicht auf dem Terminal passieren, Terminals sind eine spezielle Klasse von Geräten, da tut es mit dem I/O ein bisschen anders. Wenn ich von Files, auch von Sockets sowas lese und sage, so, ich will read, da gibt es irgendeine generische Blockgröße, die gut ist, die das System vielleicht vorhält, dass es performant und so ist. Bei Pipes im Normalfall 4K, bei Files eventuell auch. Und dann lest er sich halt, gib mir so 4096 Bytes in so eine Page, eine Hardware-Seite, die auch für den virtuellen Speicher verwaltet werden kann. Und er liest eben genau 4096 Byte rein. Das heißt, das erste SED, das da kommt und zuerst Read geschrien hat und den Schnabel aufreißt, kriegt die ersten 4096 Byte.
Und dann kommt das nächste Read und kriegt die nächsten 4096 Byte. Wenn wir jetzt angucken, wie die ersten 4096 Byte angucken, dafür gibt es auch ganz tolle Kommandotools. Nimm den Input-File mit einer ganz guten Syntax, nimm eine Block-Size von 4K und zeig mir mal genau einen an. Ja, und nimm die richtige Datei. Achso, ja, das ist der Original-Input-File, da sieht man es im Prinzip nicht so richtig gut. Wir wollen unser Yes-Dingens haben. Yes, yes, Totti. Also das ist das, was in diese ganze SED-Kiste reingeht. Ohne Input-File jetzt. Zeig mir mal den ersten Block in dieser Pipe. Mach da hinten mal noch ein Echo oder zwei, dass wir sehen, wo das aufhört. Ah, das ist jetzt ein blödes Beispiel gewesen. Ah, man muss sehr genau hingucken, dann stellt man fest, hier ist noch ein Space übrig. Also der hat die ganzen Zeilen ausgegeben und noch ein Space. Und der nächste kommt noch ein Space. Das Problem im Allgemeinen ist eben, dass er jetzt immer unabhängig, der SED liest nicht zeilenweise, wie er das so intern hat, tut, sondern er liest immer 4 KB rein und guckt sich dann die Zeilen der Reihe nach an. Das heißt, der erste SED hackt halt irgendeine Zeile bei 4K, kriegt die erste Hälfte und der nächste kriegt so einen Brocken mitten in der Zeile. Das ist das, was wir dann eben auch hier sehen, dass da immer ganz viel kaputt ging. Ein schönes Beispiel für, hier, ja. Da ist halt jetzt irgendwo die Zeile mit 365, das hat der SED davor noch gekriegt, dann fängt es ein bisschen weiter hinten, deswegen fehlen da Spaces und irgendwann hechelt er sich hier so durch die ganze Zeile durch, ja, da fehlt jetzt halt noch mehr, da ist so die halbe erste Zeile ist nach hinten verschwunden und deswegen geht es alles nicht richtig gut und dann kann auch sowas passieren, da hat der eine SED noch ein bisschen was ausgegeben, dann kommt der andere SED und schmeißt dann den Output von 525 dahinter und so Zeugs, ja, das, also, ups. Ja, also der SED4 hat bis hierhin ausgegeben, ganz offensichtlich. Das ist so, seine letzten Worte hören irgendwo hier auf. Und dann kommt der SED Nummer 2 und sagt, ah, ich habe doch da mal vorher und solche Sachen. Also dadurch, dass diese ganzen IO-Sachen geblockt kommen und immer in 4K in Binärblöcken, wie das total bequem ist, ist weder der Input so richtig gut, noch der Output so richtig gut. Also der Kommentar war in anderen Programmen, also ich mache jetzt nur so Kommandozeile und Pipes, weil das ja total einfach geht. Da ist es zunächst mal einfach so und man kann es dann, wenn man in C wirklich programmiert, kann man diesen Line, man kann sagen, ich will diesen I.O. wirklich line-buffert haben, was immer das dann im Einzelnen genau macht, weil also in so einem Stream oder irgendwie, da weiß ich ja gar nicht, wie viel Byte müsste ich denn lesen, um genau eine, also er muss dann jedes Zeichen eins lesen, aber ich kann das umstellen, ich kann dem I.O.-System sagen, mach mal dies oder jenes für mich oder mach die Buffer-Size größer. Buffer-Size alleine hilft in dem Fall nicht, weil ich ja gar nicht weiß, wie lang die Zeilen sind. In meinem Beispiel, die sind unterschiedlich lang. Das heißt, wenn ich überlege, was da jetzt passieren muss, ist, ich müsste tatsächlich jedes Zeichen einzeln lesen und ich muss sofort aufhören mit Lesen, wenn das Zeilenende kommt, weil dann habe ich ja jetzt meine Zeile für meinen SED zum Beispiel. Ja, aber wenn jetzt viele parallel immer genau ein Zeichen lesen und das Zeilenende, da kommt das erste Zeichen in den ersten Leser. Es geht auch nicht. Also es sind da jede Menge Probleme drin. Ist schwierig. Und deswegen ist es da irgendwie kompliziert. Also so einfach parallelisieren geht einfach nicht. Ist blöd. Aber irgendwie muss es ja gehen. Und jetzt am Grübeln und Machen und Tun. Boah, und die Zeit ist. Wie viele Stunden darf ich überziehen? Es gibt jetzt eine Reihe von Lösungen, wie man das angehen kann. Also eine ist also die Brutal-Methode ist jetzt natürlich mal erstens, ich nehme den, also wenn jeder SED seinen eigenen Input hätte, dann wäre das ja gut und die nicht immer so häppchenweise von irgendwo lesen. Richtig elegante, einfache Lösung nur mit der Shell sind mir erstmal nur eingefallen. Ich mache da jetzt mal, ich nehme mal nur noch die ersten 100.000 Zeilen oder sowas und tue die mal in irgendeinen Input-File. Wie klein ist das? Das ist zu wenig, oder? Ja, dann machen wir noch eine 0 dran. Noch ein paar Zeilen. So. Jetzt haben wir mal die ersten, was weiß ich, wie 1000 Zeilen. Und jetzt können wir mit denen mal rumüben und lassen das. Und jetzt kann ich natürlich hergehen und dafür sorgen, das jetzt nur als Beispiel, weil wir gleich sehen, das ist alles super mühsam. SED kann noch viele andere tolle Sachen. Unter anderem kann man sagen, minus 1, wie viel sind das? 10.000 Zeilen? 10? Ach, Mist. Zack, damit ich die richtige Anzahl von Nullen habe.
geh mal nur her, gib die Zeilen, minus n gibt nichts aus und von 1 bis Zeile 2 und irgendwas, gib mal genau die Zeilen aus und nur die. So, und das packe ich in so einen ersten SED rein. Das macht man dann irgendwie eine Vorschleife und guckt sich das an, wie das geht. Und der zweite kommt her und sagt, jetzt muss ich die richtig Lecheranzahlen von, zack, von 2001 bis 4000 und packt das in den SED Nummer 2 rein. Ja, also ihr kriegt die Idee und dann mache ich von 4 irgendwas bis 6 irgendwas. Das Schöne an dem ist jetzt, jetzt kriegt der erste SED macht die ersten 2 Millionen oder irgendwas Zellen, die nächsten 2 Millionen und macht das alles. Das heißt, ich habe kein Input-Problem an der Input-Seite mehr. Und dann kommt das an, wenn ich das jetzt angucke, was da rauskommt, dann dauert das erstmal. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ah, die brauchen nur Input-Dateien vielleicht. Ah, okay. Wie ist Skipping? Wen muss ich denn killen? Kill. Jetzt sind es zu viele Ls, vorher waren es zu wenig. So. Oh, da sind noch ein paar SEDs übrig. Weg. Schon gestorben. Die Frage war, kann man die File-Deskriptoren duplizieren? Ja, das macht die Pipe automatisch. Also was heißt duplizieren? Es gibt einen Standard-Input und die Shell durch diese Pipe. Oh, achso, ach jetzt ist klar. Ich habe die Klammer auf zu. Geht in den Hintergrund. Ich mache noch ein SED. Aber der muss jetzt natürlich wissen, von woher. Dafür hatte ich dann mein Input-File 1. Der soll auch vom Input-File 1 lesen. Also diese Zwischendatei. So. Jetzt müsste es besser gehen. Plups. Ha. Und jetzt kommt Output irgendwas raus. Das Blöde an dem Beispiel ist jetzt natürlich, also wenn ich Glück habe, komme ich sogar noch in der richtigen Reihenfolge. Aber ich habe da auch keine Garantie. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Ja, jetzt könnte es passieren, dass der hier hinten zuerst den Output liefert, weil das jetzt eher zufällig ist, in welcher Reihenfolge die ausgeführt werden, weil die ja wirklich parallel laufen. Das ist aber eigentlich nicht schlimm, dafür gibt es die tollen Zellen auch und dann kann ich einfach sagen, sortiere mir das mal wieder nach der Zeit oder der Zellnummer vorne dran und dann passt das dann schon irgendwie. Ich scroll mal nach vorne und dann sieht man schon, dass im Wesen das jetzt richtig sortiert ist. Aber das Sortieren, was ein toller Test für solche Sachen ist, macht das mal irgendwie zusammen, zeigt auch, ja, es gibt Ausnahmen. Obwohl ich doch jetzt den Input alles richtig gemacht habe. Ja? Jeder hat wirklich, also wenn ich das angucke, was da rauskommt, wie testet man sowas? Das ist doch, also ich habe behauptet, hier ist alles gut. Ah, da kann man sagen, mal, T Output 1. So T ist so ein T-Stück in so einer Pfeife, in einer Röhre, in einer Pipe. Da wird es dupliziert. Dann schreibt das immer in den Output-File. Also ich kann das erstmal einfach so machen, ja? Die Brutal-Version ist, schreibt mir den Output in O1 rein, schreibt mir den Output in O2 rein und. Oh, danke. Dachte gerade, wo muss ich so weit rüber scrollen? Schreib diesen Output in O2 rein. Also das ist ja immer zum Angucken, warum geht das nicht so, wie ich mir das denke und so. Und schreibe den Output in O3 rein. Dann kann ich das noch. Jetzt gibt es halt nichts mehr zu sortieren, aber ich habe dann. Oh, Dankeschön. Jetzt haben wir auch noch ein O3. Und wenn ich mir die angucke, die Anfänge oder irgendwas, das sieht alles schön aus, die Enden sind schön. Der einzelne SED-Prozess ist gar nicht das Problem. Die lesen jetzt richtig, was sie sollen und machen genau das Richtige und trotzdem kommt hinten Müll raus. Warum? Weil genau das, was ich für den Input gesagt habe mit diesen 4K-Blöcken und irgendwie, das gilt natürlich für den Output genauso. Das, wenn man Konzepte hat, dann macht man die immer wieder. Ja? Das ist, jeder SED macht jetzt so Zeugs und produziert irgendwelche Zeilen und wenn man 4K hat, dann wird die ausgegeben. Das heißt, im Ausgang in diesem Pipe-Zeugs von diesen vielen Parallelprozessen, den Kindprozessen, da sage ich, ich habe wieder 4K-Output. Ja? Und die hören natürlich wieder mitten in irgendeiner Zeile auf und es geht wieder schief. Das heißt, da ist Problem Nummer 2, wobei wir haben jetzt schon die Lösung von Problem Nummer 2 gesehen. Wir lassen das so mehrmals im Hintergrund laufen. Ja? Wir brauchen die ganzen Sort-Pipes sonst irgendwas nicht. Und jetzt muss ich nur noch die Dinger da rein nach ausgeben. Dafür haben wir ein Kommando, das ist ja, also dann eigentlich Cut. Können wir gleich hinten hinschreiben. So, sortiert die mal alle irgendwie und dann machen wir Cut. Oh, und dann gucken wir uns die.
Das Geniale daran ist jetzt sogar, wenn der in der richtigen Reihenfolge nimmt, das erste N-Häppchen, also ich kann das mit 8 CPUs machen, ich gucke mal einmal an, wie viele Zeilen habe ich denn, dann tue ich Zeilenzahl durch 8 teilen, mache dem ersten das erste Achtel, das zweite Achtel, das kann man alles in der Zeile hinschreiben. Und wenn ich das dann mehrmals mache, dann... Dann hätte ich jetzt eigentlich, war das immer das Gleiche. Ah, sehr gut. Da ist der schon fertig. Muss ich da noch ein Wait machen? Das, weil jetzt alles im Hintergrund läuft. Ja, die Schrift ist zu groß, man sieht es gar nicht mehr gut. Wo geht's? Ja. Das ist eine Shell, die macht jetzt alles im Hintergrund und die laufen da auch weiter. Also, ich meine, das ist, während das Zeug im Hintergrund noch bröselt, da können wir mal wieder ein Time Bash. Minus C statt der Klammern. Dann sehen wir, wie lange das läuft. So, es läuft ja im Hintergrund trotzdem noch. Dann können wir A sehen. Jetzt habe ich irgendwas zu viel. Ach, da waren auch noch Single Quotes. Oh, dann nehmen wir damit. Wir haben ja ganz viele Quotes. Das ist so, also ich gucke mir an, wie lange diese Subshell mit irgendwas läuft. Die lasse ich jetzt auch im Hintergrund nochmal laufen und mache dann so lange schon mal den Output von irgendwas. Und dann sieht man halt, also das MD5-Sum ist zuerst fertig, wenn man Glück hat und oder nicht ganz, aber er schreibt jedes Mal noch rein und ist verschieden weit, ja. Weil halt dieses Bash-Kommando, die ganzen SEDs auch 0,1 Hundertstel Sekunde brauchen und das Cut fängt schon vorher an, deswegen sind die da, dann sehen wir das natürlich auch so. Jetzt, wo wir verstanden haben, dann gucken wir einfach an, wie viele Zeilen sind denn da jetzt in den drei Dateien drin, ja. Ups. 0 oder 2000 Zeilen oder 2000, je nachdem, wie viel er schon reingeschrieben hat, weil er ihn im Hintergrund noch macht. Und deswegen, also wenn man so Hintergrundprozesse, Kindprozesse und so startet, gibt es ein Kommando Wait in der Shell. Da kann man sagen, warte mal, bis ein ganz bestimmter Prozess fertig ist oder warte einfach, bis alle Kindlein fertig sind. Dann habe ich wieder irgendwas falsch gemacht. Dum, dum, dum. Und vor den Klammern sollten wir noch ein Semikolon setzen. Und Semikolon. Das Semikolon ist zu viel. Alle in den Hintergrund stellen und dann das Wait, warte mal, bis alles fertig ist. Und dann kommt tatsächlich das Cut und WC erst, wenn alle 600.000 Zeilen durch sind. Und dann kann man auch glauben, oh Gott, sind zu viel. Und wenn ich das dann mache, kommt immer das Gleiche raus. Der Output ist jetzt tatsächlich immer das Gleiche und reproduzierbar und das, jetzt brauchen wir mehr Output, Mensch. Das geht. Jetzt muss man im Top sehr schnell. Also ihr seht, wenn ihr da dann drauf guckt, seht ihr wirklich, ist ja eigentlich auch klar, ich habe die drei O-Files und so. Der macht das jetzt schön parallel. Total toll. Großer Nachteil ist, ich muss erst die ganzen Dateien abspeichern. Das heißt, wenn da mal, also mein Original-Input waren 190 GB Logfile. Das heißt, ich brauche nochmal eine 190 GB Zwischendatei. Dann teile ich die auf und sortiere die. Dann komme ich in kleinen Häppchen. Die SED-Files sind ja nochmal 190 GB. Das heißt, aus meinem Input, der eigentlich nur eine Pipe war und eventuell gar nicht auf der Platte lag, liegen jetzt plötzlich zwei Kopien rum, den Input-Zeugs und den Output-Zeugs, bis ich das dann machen kann. Ist ziemlich blöd. Und dann lasse ich vielleicht noch die Kopien liegen. Aber so würde es tun, da drum rumzukommen. Ich habe den Vortrag vor kurzem in Tübingen gehalten und da war so eine, ich habe schon länger so eine Idee, man kann da jetzt mit Perl und Python sowas machen oder auch, ich mache sonst AWK, ich werde irgendwann mal hergehen, sowas Ähnliches treiben, dass man mehrere SEDs als AWK-Subshells macht und da dann immer eine Zeile reinschreibt. Also das Aufteilen, was ich da gemacht habe mit SED, das geht auch mit AWK total toll. 1, irgendwas. Ah, danke. Top. Also solche Sachen, AWK kann man schöne Sachen, aber und dann sagen, na, ich tu die erste Zeile in das erste SED, die zweite Zeile in das zweite oder so und handle das mit Puffern. Wenn ich aber das zeilenweise auf mehrere Parallelprozesse verteile, dann habe ich wieder das Problem, dass ich die am Schluss zusammensortieren muss und sagen, okay, die müssen jetzt irgendwie in der richtigen Reihenfolge zusammenkommen, weil die es irgendwie rausmachen. Weil ja dann der SED die ersten 10 Zeilen und der zweite SED die zweiten 10 Zeilen macht, aber die haben die Zeilen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da kann man dann Sort machen und dann wird man ganz schnell feststellen, so bei ein paar Millionen und 100 Millionen Zeilen ist Sort das große Problem. Also das fängt eigentlich schon viel, viel früher an, weil Sort also durchaus viel Zeug hat. Dann, wenn man sich die Sortman-Page durchliest, da gibt es dann eine Option, wie viel Memory er nehmen kann. Und wenn man genug speichert, dann kann man sagen, nimm mal 10 GB und pack das ins RAM rein. Das hilft. Aber auch wenn er alles ins RAM packt, tut er immer noch eine Kopie auf Temp schreiben. Also eine Kopie macht er immer noch, ich habe keine Ahnung warum.
das mit dem Zusammensortieren ist auch nicht so richtig, aber ich kann mit dem AWK auch hergehen und sagen, nimm mal die ersten 1 Million Zeilen, tu es in den ersten SED, tu die 2 Million Zeilen in den zweiten SED. Dann ist das Problem, dass ich die in der, jetzt puffere ich die auf der Platte zusammen und gehe dann her und tue auf der Platte das Zeug wieder nacheinander serialisieren und machen und die Dateien auseinanderlesen. Auch blöd. Das kann ich dann, wenn ich genug Speicher habe, wieder sagen, okay, ich lese mal das erste Gigabyte in irgendeinen RAM-Buffer. Dafür gibt es DD, dem kann man sagen, mach mal genau Block-Size 1 Gigabyte und tu das mal da rein und puffert das mal im Speicher und schiebt das durch den ersten SED durch und der erste SED pipet das wieder rein in ein DD, der wieder 1 Gigabyte RAM hat und sich das mal aufsammelt. Und die das dann und die das Gigabyte muss so groß sein, dass, dass der gesamte Output reinkommt, nicht, dass ich nach einem Gigabyte wieder so ein Block-Problem habe. Kann man machen. Also da werde ich sicher noch weiter experimentieren, aber irgendwann, wo ich so einen Vortrag gehalten habe, wie man das macht, da kam dann einer bei uns in Tübingen am Stammtisch und hat gesagt, da gibt es ein Tool für. Und das Tool kenne ich eigentlich auch schon, aber seit wirklich wenigen Jahren. Und wenn man was parallelisieren möchte, gibt es ein Tool, das nennt sich Parallel. Und mit dem kann man eben sagen, aber meistens macht man damit was anderes, nämlich ich habe da ein Programm und mache da mal das Programm auf ganz viele Dateien. Also zum Beispiel, wenn ich 10.000 Urlaubsbilder habe, dann kann ich sagen, parallel irgendein JPEG-Tool, Stern.jpg, und dann tut er mir die Zeiten umsetzen, die Sachen konvertieren und so. Das ist total. Früher habe ich immer Makefiles für geschrieben und das Makefile macht, lass mal so viel CPUs, wie ich habe. Magische Make-Rules, die kann er richtig verstehen. Also, total toll. Und das Parallel musst du irgendwie auch können. Und dann angefangen, Pipe-Name zu lesen, ja, da ist sogar was mit Pipe drin und bla und ganz viel Pipe. Aber das Problem an Parallel ist, unterm Runpage ist lang. Und wenn man guckt, wie das da so durchgeht, überall flitzen mal so schwarze Kästchen mit Pipe hier, Pipe da, Pipe irgendwas auf. Wir haben es an diesem Abend nicht geschafft, das mit Parallel richtig hinzukriegen. Aber dann, das hat mich nicht losgelassen, wo ich dann daheim war, bin ich hergegangen, habe dann weiter die Runpage gelesen. Und wenn man die Runpage lange genug liest und alle Optionen mal so ungefähr durchprobiert hat, dann findet man diesen wunderbaren String. Parallel, mach mal 8 Prozesse, Line, Buffer, Pi, Brown, Robin, die sind alle irgendwie wichtig und die sorgen dann dafür, dass das genau das Richtige tut. Sind wir wieder, yes, irgendwo hin. Nehmen wir mal die ersten Zeilen davon. Jetzt können wir gleich mal noch eine Null mehr spendieren. Oder so. Jetzt sind wir ganz toll parallel. Und der Test, das ist dann immer, kommt da immer das Gleiche raus. A kommt immer im P5, ja genau. Es kommt zumindest immer das Gleiche, also das kann ja jetzt immer noch jeder sagen. Also der richtige Test wäre natürlich, wir nehmen einmal das Original-SED. Also das ist ja das, da glauben wir alle dran, dass das zumindest das ist, was reproduziert wird. Also ob das das ist, was ich haben wollte, ist ein ganz anderes Thema. Und irgendwo ist ein und so viel. Warum ist das dann gerade eben gegangen? Das müssen wir nochmal genauer. Ah, dann ist ja was anderes. Genau, wer kennt die Hash? MD5 sonst die. Ich dachte doch, das habe ich schon mal gesehen. Weil? Harald, wir müssen so langsam. Ja. Das ist ja heute Premiere. Das ist die Hash von 0 Bytes. Die, ja. Der andere, dann machen wir doch wieder eine 0 weniger. Fehlt noch was? Das kann er automatisch. MD5 sind aus der Pipe. Also jetzt, also das war der eine SED, okay, jetzt müssen wir das wieder parallel machen. Und dann ist es nur deswegen so schnell gegangen, weil hier die Quotes natürlich auch falsch sind und irgendwo eine Fehlermeldung irgendwo im Nirvana verschwindet, weil aus diesem Acrobat mit Cut und Paste die falschen Quotes rauskommen. Spannend. Kommt noch was Falsches raus. Und jedes Mal was anderes. Das ist jetzt gemein. Wenn man es richtig macht, es tut tatsächlich. Ich glaube, das ist das zweite Thema für den Workshop morgen, falls es jemand interessiert. Langer Rede, kurzer Sinn. Ja. Man kann das hinkriegen, also das ist tatsächlich dann mit CPU-Minute pro SED mal ausprobiert. Warum es jetzt hier nicht tut, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich habe hinten den Sort weggelassen. Das ist, ich war der Meinung, über den Round Robin brauche ich den. Hä? Das Time ist noch drin, das ist kein Problem, wenn wir zeigen. Time kommt immer auf Standard Output und blubbert mir über die Konsole. Also das ist immer hoffentlich die richtige Anzahl von Zeilen, aber das Sort kann wirklich fehlen. Das lassen wir noch mal probieren. Sort. Und jetzt war das Sort minus, steht es in der Folie drin? Na, minus groß G ein Gigabyte, glaube ich. Oder M? Irgendwo? Man Sort Memory.
S, groß S. So. Mach, dass aber das gleiche rauskommt. Yeah. Also tut tatsächlich, ist getestet, aber hat auch, also das Sort ist tatsächlich, also das sind jetzt lächerlich wenig Zahlen, wenn es mehr Zahlen werden, ist es auch ein Problem. Kann man machen. Ich wollte den Benchmark machen mit den echten Daten. Also mit dem echten SED, das so ganz lange braucht für die echten Sachen. Und da sind ganz überraschende Dinge passiert, weil dann, egal was ich mit dem Parallel anstelle, kommt nur noch ein SED-Prozess zum Laufen. Das ganze Parallel ist in Perl geschrieben und ich, mit ganz viel Perl und ganz merkwürdig. Und ich kann keinen Perl. Also ich habe da länger reingeguckt. Also es hat was mit Buffering und so zu tun. Es ist so, wenn ich habe das versucht auf meine 24 CPU-Maschine mit 24 Jobs zu machen oder auch mit 8. Ich habe dann festgestellt, wenn ich 16 Mal mehr Input reinschiebe, dann fängt er wieder an, 8 SED-Prozesse zu machen. Das ist eine Sache, wie viel Input ich da liefere, damit er genug Arbeit hat. Dann braucht er aber pro SED-Prozess wieder mehrere CPU-Minuten und ich konnte nicht schnell mal einen Benchmark machen. Das SED puffert irgendwie mehr und deswegen, also es scheint zu gehen, aber nicht für die Sachen, die ich haben möchte, dass das gut parallel ist. Also das Parallel ist an der Stelle auch ein bisschen schwierig und deswegen nur noch der Hinweis auf, man kann das auch ganz anders machen und zwar drüber nachdenken, dass diese Rules, die so vollautomatisch und einfach hingezaubert sind, ich gehe auf jede einzelne Zeile her und tue alle 4000 Regeln an, wenn es suchen und ersetzen, suchen und ersetzen, suchen und ersetzen. Ich mache das auch, wenn ich schon was gefunden habe. Und irgendwie. Und da können wir uns dann morgen vielleicht drüber unterhalten, mal ein bisschen drüber nachdenken, wenn irgendwas lange dauert. Was mache ich denn eigentlich? Was sind denn meine Daten? Was wollte ich denn wirklich haben? Und kann man das nicht vielleicht auch viel einfacher machen und dann sind es keine 20 Minuten, sondern 20 oder 10 Sekunden geworden. So. Wer noch Fragen, Anregungen, sonst was hat, gleich gerne auch draußen und heute Abend beim Schnitzel, beim Pulled Pork, habe ich gerade genannt. Ja, und erstmal noch viel Spaß heute Morgen auf der Frostcon. Dankeschön für eure Geduld.